Seine Auftritte in Tierdokumentationen sind spektakulär. Der Abenteurer Steve Irwin wird durch seine Serie The Crocodile Hunter weltberühmt. Er selbst bekommt den gleichnamigen Spitznamen. Der Dokumentarfilmer wird jetzt für seinen herausragenden Einsatz in der Unterhaltungsbranche nachträglich mit einem Hollywood-Stern gewürdigt. Denn der Crocodile Hunter hat den Umweltschutz und die Bildung in die Wohnzimmer der Menschen auf der ganzen Welt gebracht, heißt es. Das Abenteuer mit den teils gefährlichen Tieren kostet Steve Irwin aber auch das Leben. Er wird 2006 im australischen Queensland bei einem Unterwasserdreh durch einen Stich eines Stachelrochens mitten ins Herz getötet. Irwin ist auf dem Gelände des Australia Zoo beigesetzt. Der genaue Ort des Grabs ist nur dem engsten Familienkreis bekannt. Die Nachricht von Irwins Tod löst damals vor allem in Australien, aber auch in anderen Ländern Bestürzung aus.